So, da sind wir zurück mit dem Finale. Luxors gegen Knatterking. Knatterking hat sich gegen Biolonami mit 2 zu 1 durchsetzen können. Map Veto haben wir auch schon hinter uns. Wir fangen an mit Secret Spring. Das heißt, ein TVP. Déjà-vu hat Knatterking vorhin geschrieben. Ja, die beiden sind auch schon mal aufeinander getroffen. Sind auch beide ready. Good luck, have fun. Wir starten das Game. Springen direkt ins Finale. Tja, mal gucken wir mal. Zwei altbekannte Gesichter jetzt hier im Finale der NWL. Das freut mich, dass wir hier auch immer wieder ja, so alte Gesichter immer wieder mal sehen. Das ist sehr schön. Secret Spring haben wir heute noch gar nicht gesehen. Gut, damit sind wir im Spiel. Wir haben ein TVP. Rechts oben in, naja, sagen wir mal blau. Knatterking. Unser Brotos, der sich ja bis ins Finale durchgekämpft hat, ist heute ja mit einem Free Win gestartet. Links unten in lila Luxors, der hier auch einen Titel zu verteidigen hat und sehr früh scouten geht. Also ich glaube nicht, dass es ein Scout wird. Er hat aber heute schon so ein bisschen gezeigt, ja, die Richtung, die sagt eigentlich schon alles. Hat heute schon gezeigt, okay, Cheesen, da hat er momentan anscheinend so ein bisschen Bock drauf. Ja, so dann gucken wir mal, was jetzt kommt. Ja, da ist die Barracks. Machen wir das Production Tab an. Wird er sofort hier reingerallied. Ich soll Pause machen, Klaus braucht Bier. Ja, guck mal, mal. Je nachdem, wie lange das Spiel dauert, machen wir vielleicht mal eine Pause dazwischen. Aber ich denke mal, das ziehen wir jetzt alles in einem Schwung durch. Jetzt gucken wir mal. Ah, sieht das nicht? Geht ihr direkt rüber? Weil hier, wo willst du da anfangen und aufhören, dass du hier mal so ein bisschen rumscoutest? Er wird sich jetzt dann gleich seinen Teil denken. Er will auch hier sehen, was Phase ist. Kommt hier rein und sieht nichts. Mal sehen, wie seine Reaktion jetzt gleich sein wird. Barracks fertig. Jetzt OC-Morph plus der erste Marine. Er guckt und guckt und guckt. Kein Gas. Nutze die Scouting-Info. Geht er hier gleich weiter, um die Barracks zu suchen? Er bleibt hier dran. Er bleibt weiter dran. Also, er sucht auch nicht weiter. Also, er könnte ja auch hier oben gucken, ob es da irgendwo eine Echse gibt. Wie auch immer. Oh, aber jetzt steht hier schon der Bunker an der Butze vorne. Und auch der wird nicht gesehen. Ja, Rally Point nach vorne gesetzt. Aber da kommt noch nichts in die Produktion rein. Jetzt erst. Jetzt kommt der erste Sealed. Es sind allerdings hier schon zwei Marines da. Plus der Bunker vorne. Jetzt wird Stress gemacht. Jetzt hat er auch mal hier oben geguckt und nichts gesehen. Ja, jetzt ist es eigentlich schon zu spät. Nächster Bunker wird nach vorne gestellt. Kann ja also von dem anderen Bunker schön geschützt werden. Dritter Marine jetzt da. Erster Sealed draußen. Der geht sofort hier aufs SUV. Das flüchtet allerdings in den Bunker. Hat hier keinen Schaden fahren können. Ja. Schlecht. Noch keine Energie drauf für den nächsten Chrono Boost. Machst du das eigentlich immer? Ja gut, es kann gut sein, dass Knatterking vorhin zugeguckt hat. Hat Luxor das Ganze ja schon gegen Dresset gebracht. Okay. Ja, was will man da jetzt nur machen? Das sieht jetzt mal gar nicht mal so gut mehr aus. So aufpassen, dass er den Chor nicht verliert. Der hat noch keine Energie für einen Photon Overcharge drauf. Der wäre jetzt durchaus interessant, um zu clearen. Interessanterweise zieht Luxus jetzt gerade hinten schön gemütlich seine Echse raus. Die schraubt er direkt hier oben. Alles wunderbar. Baut hier weitere Baracken. Will hier den Druck aber definitiv aufrecht halten. Die Bunker sind besetzt. Gibt ihm jetzt ein bisschen Verschnaufpause. Ja,
Was macht Knatter King jetzt aus der Sache? Vom Supplier sind sie noch gleich auf. Eco-mäßig gleich nicht mehr. Und dann kann Luxos hier aus allen Production Facilities, ja, sei jetzt mal aus dem Vollen schöpfen. Bringt hier auch die Barracks gerade nach hinten wieder. Bringt sie in Sicherheit. Oh, da kommt die fünfte hinterher. Jetzt das erste Gas. Die Probe ist immer noch da. Ja, mal so ein bisschen reingepokt. Was haben wir denn jetzt hier? Ja. Es hält sich eigentlich noch alles in Grenzen, aber es ist halt unfassbar nervig und kostet auch Zeit. Und auch Mining Time. So, jetzt mal kurz einen Pylon hinten auf der Map verstecken. Ja, die Bunker clearen mit zwei Stalkern und einem Core wird das auch noch ein bisschen schwierig. Ja, jetzt haben wir zumindest schon mal den dritten Stalker draußen. Ja, muss er aufpassen. Das funktioniert so noch nicht, aber jetzt werden die Bunker wieder verwertet, zieht sie hier zurück. Die Info, die hat er noch nicht wirklich gehabt. Trollt ihn hier, aber zieht jetzt hier an der Probe vorbei. Weiß nicht, ob Knatter King das jetzt gesehen hat. Ich denke aber ja. Der könnte jetzt hier vorne eigentlich wieder clearen. Hat hier oben mittlerweile auch seine Base zum Laufen gebracht. Hat jetzt hier eine 4er Saturation. Hier ist allerdings eine Mule mit drin, also vom Income her ja, sind sie eigentlich noch ziemlich gleich. Das ist eigentlich noch ganz gut gelaufen bis jetzt. Der Schaden hielt sich in Grenzen. Er hätte weiter Druck machen können. Ich denke mal, das hätte man beenden können. Ja, 4 Barracks. Plus Nifex. Und die dritte wird vorbereitet. Stim jetzt angestoßen. Das gibt jetzt dann auch einen schönen Stim-Push. So wie das aussieht. Da hinten kommt jetzt auch schon. Ah, ich vermisse hier eigentlich so ein bisschen den Reaktor. So eng wie die zusammenstehen, gibt es hier definitiv irgendeinen Add-on-Switch. So, jetzt kann ich hier erstmal weitere Gateways stellen. Die braucht ihr jetzt auch, um die Army schnellstmöglich auf die Beine zu stellen. Stim jetzt schon zur Hälfte durch. Es werden nicht weniger Marines. Drückt hier raus und raus und raus. Ja, jetzt kommt hier der Reaktor. Ja, das könnte just in time fertig werden mit Stim. Nächster Pylon in die Nähe der Choke. Jetzt gehen die Gates hier auf. Könnte also jetzt auch gleich hier reinwarpen. Schauen wir mal auf die Ressourcen. Ja, so viel hat er jetzt aktuell nicht. Vom Income her ist das ganz okay, aber er liegt hinten. Das heißt, so viele Warp-Ins sind nicht möglich. Mal kurz geguckt, ob es hier eine dritte gibt. Nein. Ja, es sind auf jeden Fall ein paar Force-Fields möglich. Damit kann er die Rampe hier blockieren. Mit einem Force-Field kannst du ja nicht zumachen, wenn sie gut platziert sind. Damit kann er sich definitiv ein bisschen Zeit kaufen. Allerdings Stim jetzt gleich durch. Combat Shield auch fast durch. Ja, just in time wird Stim hier auch gleich fertig werden. Ja, jetzt hier. So, Stim ist drauf. Jetzt wird's gedrückt. Allerdings Time Warp. Hielt sich in Grenzen. Haben sich beide so ein bisschen eine blutige Nase geholt, aber das war's bis jetzt auch. Hier am Start. Die haben nur einen Gamer-Scheiße. Das war auch gut. So, auch hier kein Overcommitment. Zieht sich zurück. Die dritte mittlerweile draußen. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so schön für Knatter King, der in der Eco immer weiter nach hinten rutscht. Ja, Combat Shield ist mittlerweile drauf auf den Units. Das 1er Attack Upgrade zur Hälfte jetzt fertig. Weitere Barracks kommen hinterher. Sind schon echt viele. Kommt jetzt hier die harte Biokeule rüber. Und 3 Dropships voller Spaß. Muss aufpassen. Ja, sieht hier noch die Ausläufer.
der Army. Da muss er natürlich von außen schön vorbeisnägen. Blöd natürlich jetzt auch, dass hier relativ zugemacht wurde. Hier ist eine Engstelle, das heißt, die Army kommt nicht so schnell ran im Falle eines Drops. So, zieht sich hier jetzt allerdings hoch zu seiner Echse, vermutet vielleicht hier einen Drop. Der kommt allerdings jetzt in die Main. Ja, gut reagiert. Aber man sieht schon hier durch den Engpass, da kommt nur ein so bisschen entgegen. Das ist nichts. Das lohnt sich nicht so wirklich. Luxus verliert hier zwar ein paar Units, bleibt hier aber hart drauf, stimmt hier durch. Nicht alle Stalker kommen ran, die blockieren sich gerade alle gegenseitig. Der Weg ist nicht ideal, den er da nimmt. Kommt aber weg, auch hier komplett eingesperrt. Also Building Placement ist hier nicht der Knaller, wenn man hier bedenkt, dass der Terran ja doch ganz gerne mal droppt. Könnte man noch ein bisschen optimieren. Ja, hier kommt ein Safety-Bunker. Der Platz der Echse ist natürlich richtig beschissen. Sorry für die Wortwahl, aber weit ab vom Schuss im Prinzip. Die Rampe, die kann man noch relativ gut blocken, aber dann noch hier die große. Hier alles offen. Von allen Seiten kannst du angegriffen werden. Also diese Echse hier ist eigentlich komplett auf dem Präsentierteller. Die hier hat auch riesengroße Flächen, kannst du auch nicht so wirklich nehmen. Das ist einfach nicht so der Knaller. So, hier oben kam ein kleiner Drop rein. Hat hier auch wieder Schaden gemacht. Ging auch gleich in den Supply-Block. Hier unten brennt es auch. Parallel der Drop hier unten. Räumt hier auch komplett auf. Load in und weg. Ja, Counter-Go hier unten. Colossi mit am Start. Jetzt ist natürlich eine gute Wahl gegenüber Bio. Aber das reicht nicht. Und da kommt das Chi-Chi von Knatter King. Und Luxors legt mit dem ersten Spiel vor. So, Battle.net möchte ein Update machen. Nein, jetzt nicht. So. Dann gucken wir mal, was als nächstes, das nächste Map gewählt wird. Schauen wir nochmal ganz kurz, tragen wir ein kurzes Ergebnis ein. 1:0 für Luxors. So, Expedition Lost und Inferno haben wir jetzt noch zur Auswahl. Mal schauen, für was sich jetzt Knatter King entscheidet. Für Expedition Lost. So, Matchballspiel für Luxors hier. Mal schauen, ob Knatter King das Ganze jetzt umreißen kann. Das würde die ganze Sache noch mal ein bisschen spannend machen. Hätte ich schon Lust drauf jetzt. Ready go, schreibt Knatter King. Warten wir nur noch auf das Go von Luxors. Der muss ganz kurz auf die Toilette. Das sei ihm gewährt. So. Ja, wie schon gesagt, ich nutze jetzt noch mal ganz kurz diese Möglichkeit. Für alle, die jetzt erst später zugeschaltet haben, das ist jetzt vorerst der letzte NWL Cup. Einfach aufgrund der Resonanz haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen, da jetzt erstmal so ein bisschen Pause einzulegen, unser eigenes Cup-System weiterzuentwickeln. Vielleicht nochmal zu überlegen, okay, an welche Clans kann man rantreten, dass hier mehr reinkommt, welche großen Events kann man damit nutzen, um mir das Ganze so ein bisschen zu promoten. Wenn ihr Spieler da draußen, ihr Zuschauer da draußen natürlich jetzt richtig Bock habt und sagt, oh scheiße Mann, das muss aber weitergehen und die Resonanz ist so riesig, dass wir davon ausgehen können, wir kriegen nicht erst eine Stunde bevor der Cup beginnt überhaupt nur ansatzweise ein Grid voll, das ist leider in letzter Zeit sehr problematisch, dann schreibt mir das in den Chat. Per E-Mail, auf Facebook, auf Twitter, wo immer ihr auch wollt. Euer Feedback ist gern gesehen, gern gelesen. Und ja, vielleicht können wir ja was Cup-ähnliches machen. Oder sogar, wenn es die Möglichkeit zulässt,
vielleicht unregelmäßige Cups dann auch machen. Dass wir sagen, okay, wenn wir hier alle am Start haben, dann machen wir einen Cup. Das liegt jetzt in eurer Hand. Ich persönlich möchte nur einfach nichts Regelmäßiges mehr machen, wo einfach ja zu viel Risiko drin ist, um überhaupt ja den Cup überhaupt auf die Beine stellen zu können. Ist ja doch alles ein bisschen viel Aufwand hier mit Vorbereitung, Organisation und so weiter und so fort. Wenn dann wenig da ist, ist das natürlich blöd. Wir wissen, dass StarCraft momentan so ein bisschen ausgelutscht ist. Ich denke mal, dass es dann mit dem Add-on auch wieder besser werden wird. Da steigen wir definitiv wieder ein. Aber ich habe es vorhin schon angekündigt, es wird weiter Content geben, anderen Content und StarCraft-Content. Genaueres gibt es dann in meinem nächsten Videoblog, der wird die nächsten Tage erscheinen. Also guckt auf netwasgaming.de vorbei, dort in die VOD-Sektion. Und ja, auf Twitter wird es auch sein, auf Facebook werde ich es ankündigen und natürlich auch in meinem YouTube-Channel. Die Daten findet ihr alle unter dem Fenster hier unten in der Channel-Beschreibung. Guckt einfach mal vorbei, wenn euch hier das alles hier gefällt. Lasst ein Like da, damit supportet ihr mich und Netwas Gaming. Das würde mich wahnsinnig freuen. Und wir machen das ja nur für euch, nicht für uns, sondern wir wollen euch bestes Entertainment bieten. Und da ist natürlich eine Resonanz und Feedback immer sehr, sehr geil. So, damit gehen wir ins Spiel. Expedition Lost, die Map wurde von Knatterking als eine Loser Choice dann ausgewählt. Und er spawnt hier auch links unten in Lila vom Team LPNet Knatterking. Ein alter Bekannter, der hier vorne mit dem Gateway startet. Und rechts oben, aktuell führend vom Team Non-Esports, jetzt in Rot, unser Terraner, Luxors. Der hier diesmal auch solide startet, ohne Cheese, das heißt, das sieht wieder ganz nach einem schönen Reaper-Expand aus. Ganz klassisch, ja, Scout war ja vorne, auch hier. Ja, was man oft sieht, ist hier die Barracks, die dann hier nach oben, die Factory, die dann hier nach oben fliegt und ein paar Minen rausdrückt. Da könnte man vielleicht nochmal den einen oder anderen Pylon in die Nähe setzen, aber das sieht aktuell nicht danach aus. Ja, OC gleich durch. Der erste Reaper auf dem Weg. Production Tab machen wir gleich mal an. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Ja, da guckt er wieder. Okay. Wo kommt die Echse? Wann kommt die Echse? Verliert hier das SCV. Das ist ein bisschen unnötig gewesen. So, jetzt gibt es hier auch gleich den Nexus und etwas früher hier das Command Center. Und da kommt der kleine Stresser. Mal schauen, ob er hier überhaupt einen Schaden fahren kann. Gegen Dresset hat das nicht funktioniert. Nein, das war gegen Cry. Entschuldigung. So. Die eine Probe slidet um ihr Leben. Die nächste slidet um ihr Leben. Knatterking passt hier ganz gut auf. Jetzt ist der Stalker mit am Start. Core jetzt draußen. Hat hier alle Probes safen können. Hat er ganz gut gemacht. Schön aufgepasst. Schönes Micro. Ja, auch hier oben jetzt. Oh, nicht das klassische Follow-up. Jetzt bleiben wir hier. Pure Bio, kein 1-1-1 wie vorhin. Gut, ist hier auch aktuell noch auf einem Gas. Soweit nicht notwendig. Ja, da ist aktuell nicht viel zu machen. Steht er ganz gut. Auch hier jetzt schön in Vision, dass hier nicht aus Versehen eine Factory sich verirrt und dort oben landet. Sieht man immer wieder sehr gerne. Er guckt immer wieder rein. Immer wieder ein paar Hits machen, mal nerven. Kleine Trigger auf der Minimap setzen. So, und jetzt kommt erst das Slide. So, was sagt denn das Income? Income sagt Protoss hinten. Mules sei Dank. Kann sich natürlich Luxus hier einen bequemen Vorsprung ausarbeiten. Haut hier auch wieder auf die Stim. Pumpe nimmt jetzt auch das zweite Gas. Wenn auch hier wieder der Reaper nur am Stressen ist, aber diesmal wird er nicht wegkommen. Oder. Das wird eng. Das wird eng. Hat hier aber schon einen Kill gekriegt. Und wird jetzt zur Zeit gesehen. So, jetzt ist der endlich geklärt. So ein Reaper, immer mal, der an die Eco-Line guckt, ist einfach unfassbar nervig.
Er muss ja nicht wirklich Schaden fahren, aber er lenkt einfach immer wieder ab. Man vergisst mal Dinge. Die Minerals decken hoch und. Dafür ist das Ding einfach eine super Sache. Ja, Wimmack ist auch da. Schönen guten Abend. So, Stim zur Hälfte durch. Combat Shield. Dauert alles noch ein bisschen. Oh, hier unten die Gates sind jetzt alle offen. Da werden jetzt hier einfach mal so ein paar lustige Opsis geschraubt. Sind natürlich nie schlecht. Und die Robo ist jetzt auch gleich fertig. Twilight Council hinterher. Denke mal, wird Richtung Blink gehen. Müssen wir mal schauen. So. Jetzt mit dem Stim-Timing geht's nach vorne. Combat Shield dürfte dann auch noch just in time fertig werden. Wenn sie zum Clash kommt, das wäre ein wichtiges Upgrade. Wir haben hier aber auch genügend Energie drauf. Photon Overcharge gleich zweimal sogar möglich. Das sieht doch ganz gut aus. Aber es sieht so aus, als wenn es jetzt hier hinten an die Rocks geht. Das wäre dann nicht ganz so geil. Da definitiv die Warp Gates so weit wegstehen, dass man hier mit den Marines und dem Marauder definitiv die Warp Gates rausnehmen kann. Ja, wenn er aufmerksam ist, kriegt er es mit. Ah, da oben hier. Da hat er aufgepasst. Hat gesehen, dass da der Opsi auf dem Weg ist. So, und jetzt sind die Rocks auch weg. Terminal Lens Upgrade kommt hinterher. Koloss und Blink. So, und jetzt geht's hier rauf. Jetzt muss er gleich Photon Overcharge auf jeden Fall zünden. Versucht hier, die Robotics rauszunehmen. Jawohl, ist ihm gelungen. Ja, die Robo lässt es weit durchkommen. Robotics jetzt muss wieder gestellt werden. Hat ja auch ein bisschen was verloren. Mein Photon Overcharge macht hier durchaus viel Damage. Und hier Stalker und Colossi darf man da auch nicht unterschätzen. So, hier gibt's die dritte. Während es hier auch die dritte gibt. Nein, hier gibt es die dritte. Hat er mich hier getrollt. Ja, der Weg ist ja jetzt frei. Also kann man das gleich nutzen. Ne? So, 1er Weapon Upgrades. Beim Terran gleich durch. Beim Toss dauert das Ganze noch ein bisschen. Alle Richtungen ist er hier unterwegs. Da setzt sich hier die Mech Army wieder in Bewegung. Auch hier wieder das Timing vom 1er Upgrade jetzt gewartet. 1er Weapon Upgrade. Schauen wir mal, was hier an Schaden geht. Das ist natürlich jetzt gefundenes Fressen. Da bringen auch die Force Fields jetzt hier auch relativ wenig mehr. Ja, hier noch eins gesetzt. Damit kommt er zumindest ein bisschen weg. Allerdings. Was sieht das? Ja, er sieht's, dreht um und jetzt sollte er canceln. Rück auf Escape, ja. Die 300 Minerals sind zumindest noch gesaved. Natürlich sehr ärgerlich. Auch hier der nächste Pylon. Damit kommt er dem Supply Block langsam gefährlich nah. Ja, natürlich jetzt sehr bitter. So, was kann man jetzt da eigentlich noch so groß machen? Ja. Ein bisschen Army ist noch hier. Weitere Gates sind in Bau, aber die brauchen alle noch ein bisschen. Jetzt ist das 1er Weapon Upgrade gleich durch. So, jetzt soll es hier hinten die dritte geben. Nächster Versuch. Ja, das wird hier auch unterbunden werden. Das sieht stark danach aus. Damit kann er nicht allzu viel jetzt hier ausrichten. Oh, der Koloss, da muss er hier mit den Stalkern etwas zurückgehen. Hier das Mischild nutzen, um von dem Koloss abzulenken. Aber jetzt geht das Focusfire auf die beiden Kolossi, die sind beide down. Ohne dass sie hier überhaupt einmal wirklich Schaden fahren konnten. Das ist ganz, ganz bitter. Die Echse hier, die kann er auch canceln. Und da kommt das Chi-Chi. Und Luxus gewinnt hier diesen Bigger Cup. Jo. Gratulation an dieser Stelle.
Aber Knatter King hat sich gut geschlagen. Muss man schon mal so sagen. Ja. Ich denke mal, es ist alles gesagt worden, was es zu sagen gibt für heute. Weitere Infos kommen eben die nächsten Tage. Bitte lasst euer Feedback mal da. Sagt mir eure Meinungen dazu. Vielleicht habt ihr auch irgendwelche Ideen, wie man das Ganze wieder, ich sag jetzt mal, in eine gute Bahn lenken kann. Ich sag mal, auf jeden Fall, selbst wenn es jetzt noch ab und zu einen Cup geben wird, die Lower Cups werden wir wegfallen lassen müssen. Eine Idee wäre noch ein Community-Abend, wenn genügend Interesse da ist, dass wir einmal im Monat entweder einen Cup veranstalten oder ein Community-Abend mit entweder kleinen Arcade-Games oder einem dicken FFA, wo wir vermutlich auch mitspielen werden. Also Machine und ich, oder ich auf jeden Fall. Machine weiß ich nicht, ob man ihn überreden kann. Und lauter solche Ideen haben wir. Ich denke mal, mit dem Start unseres eigenen Cup-Systems wird auch vieles einfacher sein, auch was die Organisation betrifft, den Ablauf und so weiter und so fort. Von daher, ich sehe das jetzt nicht als einen Abschied an, weil es ist kein Abschied, auch wenn sie es gerade so ein bisschen anfühlt. Es ist einfach nur gerade eine kleine Schaffenspause, um sich so ein bisschen neu zu strukturieren, vielleicht ein paar Marketing- und Werbemaßnahmen zu überdenken, um das Ganze wieder auf einen guten Weg zu bringen, um für die Zukunft auf jeden Fall guten StarCraft-Content bieten zu können. Es wird definitiv noch ein paar Replays gecastet geben von uns, also wir haben da noch über 70 Stück hier rumliegen. Da kommt Content, da werden wir mal so ein paar Sonntage hier durchcasten, Machine und ich, den Koffeinkonsum ins Bodenlose treiben, um euch das natürlich dann präsentieren zu können. Ja, dann denke ich mal, haben wir alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ich wünsche euch einen guten Start dann ins Wochenende. Lasst es morgen den Tag entspannt angehen. Zieht es noch durch. Für alle, die am Wochenende zumindest dann frei haben. Und wir sehen uns dann spätestens ja, wieder auf dem Stream. Wird die Tage bzw. die nächsten Wochen verstärkt Streaming-Content geben. Da haben wir ja schon angefangen, auch Scum. Hat ein bisschen gestreamt, zum Beispiel Dead Island. Leute, die da Interesse haben, können da gerne mal vorbeischauen. NW-Scum. Schaut mal bei ihrem Channel vorbei, lasst vielleicht auch mal ein kleines Like da und gebt ihr mal so ein bisschen Chance. Die traut sich noch nicht so ganz vor die Webcam oder vor das Mikro, aber irgendwann haben wir sie noch dabei. Und ja, bis dahin, haut rein. Ich freue mich auf euer Feedback und wir sehen uns definitiv wieder hier auf dem Stream und in den VODs. Bis dahin. Bis demnächst.